Jede Woche kommen bis zu 400 Sendungen von Nutztieren nach Österreich. Das sind Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, aber auch Kamele, Lamas, Hirsche, also alles Mögliche. Und um sicherzugehen, dass diese Tiere auch gesund sind, müssen die Sendungen stichprobenartig kontrolliert werden. Was kontrolliert wird, hängt von vielen Faktoren ab. Da gibt es jetzt rechtliche Vorgaben, die Regeln für jede Tierart, für jeden Verwendungszweck, wie viele dieser Sendungen angeschaut werden müssen. Seit ungefähr 2 Jahren wird die Sendungsauswahl automatisiert durchgeführt. Also statt 94 Amtstierärztinnen in den Bezirken, die jetzt sehr viel Arbeit bei der Sendungsauswahl haben, machen das jetzt wir hier in der AGES zentralisiert. Wir erstellen Kontrollaufträge, wo genau drinnen steht, worauf die Tiere dieser Sendung zu kontrollieren sind, und versenden die per E-Mail an die Amtstierärztinnen. Jede Woche werden dann Daten aus unterschiedlichen Datenbanken zusammengeführt. Wir haben auf der einen Seite die Europäische Datenbank der Tiersendungen, dann haben wir unsere nationale Datenbank, wo die Kontrollen drinnen sind, und dann gibt es noch die Datenbank mit den europäischen Tierseuchenmeldungen, dass wir wissen, aus welchen Zonen Hochrisikosendungen kommen. Der Vorteil an dem System ist, dass jetzt die Amtstierärztinnen und die Amtstierärzte mehr Zeit dafür haben, darauf zu schauen, dass die Tiere in Österreich wirklich gesund sind. Und wir haben uns da ein System aufgebaut, das es in vergleichbarer Form nur in sehr wenigen anderen europäischen Staaten gibt.